So, jetzt kommt ein Block von Sachen, die ungefähr umschreiben, was eine Institution wie das Deutsche Archäologische Institut versuchen müsste und auch versucht, um als Institution, sozusagen als institutioneller Tanker, dem hinterherzulaufen, was Wiki.org sozusagen im Handstreich schon mal vorab versucht und realisiert hat. Das baut sich letztendlich aus drei Dingen zusammen, die sozusagen vom Allgemeinen zum Speziellen geordnet sind. Zunächst mal, anders als es hier im Programm abgedruckt ist, wird sozusagen das große Geodaten-Repository-Projekt oder die große Geodaten-Repository-Architektur des DRIs kurz geschildert. Der Geo-Server, der sozusagen existiert. Danach wird sozusagen der Gazetteer, der sozusagen der DRI-Geschmacksrichtung von Pleiades innerhalb dieser Geodaten-Architektur verortet. Der dient nicht dazu, Pleiades nochmal zu erfinden, sondern der dient vor allen Dingen dazu, die Ortsdaten innerhalb des DRIs aufzuräumen in gewisser Weise und zugänglich zu machen. Und als letztes wird eine Form der Visualisierung nach außen hin dieser Geodaten, die in den Wissensspeichern, auch teilweise noch sehr analogen Wissensspeichern, teilweise aber auch schon sehr digitalen Wissensspeichern des DRIs untergebracht sind, für die Öffentlichkeit visualisierbar ist. Das machen wir vielleicht in einem Satz, weil es sehr eng aufeinander aufbaut, und diskutieren dann hinterher und beginnen also mit Philipp Gerd, der den Geo-Server kurz vorstellen wird. Ja, so ist es. Ich möchte den Geo-Server vorstellen, aber auch die gesamte Geodateninfrastruktur des DRI noch etwas beleuchten. Vielleicht noch etwas zur Geschichte des Geo-Servers. Die ist sehr kurz. Also das Projekt startete Anfang 2012, Mitte 2012. Und dementsprechend ist es jetzt eher sozusagen eine Art Werkstattbericht, weil das System halt noch nicht so lange etabliert ist und dementsprechend auch noch nicht so weit ist. Das ganze Projekt baut aber auf Open-Source-Komponenten auf, die alle den OGC-Standards entsprechen, und dementsprechend kann man auf ein relativ großes Setting von vorgegebenen Schnittstellen und so zurückgreifen. Ja, vielleicht nochmal eine ganz kurze Einführung. Was ist überhaupt GIS? GIS steht für Geoinformationssysteme. Es geht darum, die Realität zu erfassen. In diesem GIS geht es dann auch darum, die Daten zu verwalten und zu analysieren und schlussendlich auch zu visualisieren. Praktisch funktioniert das alles über diese Layer, also Ebenen, Kartenebenen. Das kommt aus der Kartografie. In diesem Beispiel hier zum Beispiel haben wir hier so ein Höhenmodell, dann liegt darüber ein Luftbild, dann kommen die Strukturen und zum Schluss die Gewässerstrukturen, und alles zusammen ergibt dann die eigentliche topografische Karte, wie man sie so kennt aus Wanderkarten. Oft fiel jetzt auch schon der Begriff Geodaten. Ich will sie auch noch mal ganz kurz anreißen. Also grundsätzlich gibt es zwei Arten von Geodaten. Das sind Rasterdaten und Vektordaten. Die Rasterdaten kennt im Endeffekt jeder, weil jedes Bild eine Art von Rasterdatum ist, und in der Archäologie kommen ganz häufig hier so als Beispiel solche Magnetikpläne vor. Dieses kleine rote Viereck ist hier mal vergrößert und jede Zelle entspricht dabei einem bestimmten Wert. Bei den Bildern ist es genauso, da ist jede Zelle entspricht einem RGB-Wert von 0 bis 255 und hier entspricht jede Zelle einem bestimmten Nanotesla-Wert im Magnetogramm. Auf der anderen Seite sind die Vektordaten, die unterteilen sich in Punkte, Linien und Polygone. Punkte und Linien sind ja relativ selbsterklärend. Das Polygon wiederum ist eine geschlossene Linie, was denn ein Objekt in dem Falle hier darstellte. Gut, kommen wir zu dem Gesamtübersichtsbild. Also auf der linken Seite sieht man so die Einzelkomponenten des DRI Geo-Servers mit der Datenhaltungsebene im unteren Bereich, der Schnittstellenebene im mittleren Bereich und der Frontend-Ebene im oberen Bereich.
wie der gesamte Geo-Server in der gesamten Geodateninfrastruktur des DRI einzuordnen ist. Darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Der Geo-Server als solches definiert sich als eine Forschungsdateninfrastruktur für Geodaten in der Archäologie und zielt halt darauf ab, den kompletten Data Life Circle abzudecken. Also es geht um die Erfassung und die eigentliche Arbeit mit den Geodaten, auch um die Archivierung, also der Archivierungsaspekt wird auch kurz angeschnitten, wobei der später vermutlich mit Janus und anderen Projekten besser aufgehoben ist, und natürlich auch um die Visualisierung der Forschungsergebnisse. Ich wollte mal die drei Ebenen betrachten, also auf der Datenspeicherungsebene, das ist dann vielleicht für die IT-affineren Leute etwas interessanter, befindet sich eine PostgreSQL-Datenbank mit der räumlichen Erweiterung PostGIS. Und das funktioniert halt so, dass jedes Projekt innerhalb des DRI Geo-Servers einen eigenen Datencontainer sozusagen bereitstellt. Die Rasterdaten werden einfach wie auf einem Netzlaufwerk sozusagen auch auf dem Geo-Server gespeichert. Besonders interessant ist daran jetzt, dadurch, dass man diese OGC-Standards verwendet, dass man auf sehr viele vorhandene Features zurückgreifen kann und das hier unten eins und das eins der schönsten ist hier unten mit dieser Verbindung zu QGIS angedeutet. Also QGIS ist ein Desktop-GIS, anders als die ganzen Sachen, die gerade im Web gezeigt wurden. Greift das halt auf Desktop-Komponenten zurück. Ja, das ist nur ganz kurz nochmal ein Einblick in PG-Admin 3. Also so sieht die Administrationsoberfläche für den Server aus. Und jetzt sollte ein Video kommen. Moment. In dem Video wird kurz gezeigt und erläutert, wie man mit QGIS und dem DRI Geo-Server arbeiten kann. Also zu Anfang wird hier in diesem Video die Verbindung zum Geo-Server hergestellt. Das ist alles schon vordefiniert. Wie man sieht, erscheinen die Daten auch sehr schnell. Das sind jetzt Daten aus dem Alidrisi-Projekt. Das sind etwa 13.000 Fundstellen, die auch sehr performant denn, dargestellt werden können. Hier sieht man als Kartengrundlage Google Physical und als zweiten Layer da noch ist eine dieser Karten aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Atlas von Algerien und Tunesien. Und innerhalb dieses Videos wird jetzt hier beschrieben, wie man vorhandene Features editieren kann. Also ein Feature wäre in dem Fall eine Fundstelle. Aber natürlich ist es nicht nur möglich, die Features zu editieren, sondern man kann auch neue komplett hinzufügen. Wie man jetzt hier sehen kann, kann man halt innerhalb dieses Desktop-GIS sehr schön mit den verschiedenen Layern arbeiten, also die Transparenzeffekte einsetzen und dergleichen, sodass man gleichzeitig physikalische Daten hat und auch die Rasterkarten. Ja, also wenn man jetzt hier ein neues Feature hinzufügen will, dann öffnet sich automatisch dieses Dialogfeld und hier kann man dann die ganzen Informationen einspeichern und das wird sofort dynamisch auf der Datenbankebene gespeichert. Ja, soviel zum Video. Kommen wir zur Schnittstellenebene. Für die Schnittstellenebene ist das Programm GeoServer zuständig. Hier werden auch die OGC-Standards WFS und WMS gepflegt. Also das eine ist die Abkürzung für Web Feature Service, das andere für Web Map Service, die ich bei Bedarf noch später erklären kann. Und das ist die Administrationsoberfläche. Also hier kann man dann festlegen, welche Elemente halt öffentlich zugänglich gemacht werden sollen, welche Restriktionen diese unterliegen und dergleichen mehr. Also hier haben wir zum Beispiel auch Daten von Uruk drin, die sind besonders kritisch, also werden die nicht öffentlich gezeigt, währenddessen andere Daten halt für die Publikation zuständig sind. Ja, die Frontend-Ebene ist sehr flexibel einsetzbar. Ich baue da momentan auf drei verschiedene Frameworks. Das eine ist Leaflet, das
mit dem arbeite ich momentan hauptsächlich. Das ist so für schöne, schnelle Darstellung von Karten gut. Open Layers ist eine etwas größere Bibliothek, die, also Matteo stellt nachher den Geobrowser vor, der baut auf Open Layers auf. Und das dritte ist MapBender 3, was aber momentan noch in der Beta-Version ist, weswegen ich da erst später irgendwelche Ergebnisse vorzeigen kann. Ja, wie baut das, wie ist das alles im Gesamtkontext zu sehen? Wir haben im DRI ja nicht nur den Geo-Server, sondern wir haben ja schon mehrere IT-Projekte und größere. Hier nimmt der Gazetteer eine Schlüsselrolle ein, auf den Sebastian dann ja noch eingeht. Und über diesem Gazetteer sind Verbindungen mit Arachne und Xenon, unserer Bibliotheksdatenbank, möglich. Hier oben dieser Teil, das sind, soll IDLFIELD symbolisieren. IDLFIELD ist auch das Grabungsdatenbanksystem des DRI, was auch mit dem Geo-Server über eine JDBC-Schnittstelle kommunizieren kann. Und ja, schon gezeigt hier die Desktop-GIS-Umgebung. Ja, wie schaut das Ganze dann aus, wenn die Projekte miteinander kommunizieren? Ich habe jetzt hier mal einen Beispieldatensatz aus dem Gazetteer genommen, die alle mit dem Limis getaggt sind. Darauf wird Sebastian dann sicherlich noch eingehen. Und möchte einfach mal demonstrieren, wie das denn in der Darstellungsebene aussieht. Also die Fundstellen sind jetzt hier logischerweise die Attribute aufrufbar und die Verbindung zu Xenon und Gazetteer aufrufbar. Ja, ansonsten bietet halt, ist das WebGIS variabel anpassbar. Im oberen Bereich sieht man jetzt hier die verschiedenen Layer, die man als Grundlage nehmen kann. Also man kann auch weitaus mehr integrieren, weil die ja alle diesen OGC-Standards unterliegen. Das Navigieren funktioniert auch recht gut. In dem Fall ist es jetzt hier mit OpenStreetMap-Daten. Und was auch sehr schön meines Erachtens ist, ist der Google Satellite Layer, weil mittlerweile liegen halt wirklich sehr, sehr gute Satellitendaten fast für den gesamten Mittelmeerraum vor und halt logischerweise auch in Deutschland. Ja, so viel dazu und dann gebe ich gleich mal über.